Hallöchen. Ja, die liebe Wut und die Wutanfälle. Ein sehr vielschichtiges Thema. Ich mag euch wirklich kurz eine Anekdote erzählen aus meinem eigenen Leben. Und zwar, als ich als junge Frau angefangen habe mit Akupunktur, so meine Erfahrungen zu sammeln, da bekommt man bestimmte Nadeln gesetzt an bestimmten Meridianpunkten und so. Und ich habe festgestellt, dass ich da regelmäßig Wutanfälle hatte. Aber nicht unbedingt auf andere Menschen, sondern ich habe überhaupt Wut gefühlt. Und wenn man als Kind ja sehr brav erzogen wurde, darf man ja keine Wut haben. Ne? Da ist man ja immer sanft, liebevoll, schön, brav angezogen, alles, ne? Still, angepasst. Und dieser ganze Emotionalkörper, der darf gar nicht schwingen. Als die geistige Welt mich wirklich in diesen Erwachensprozess hineingeführt hat, haben sie mir klipp und klar erklärt, es ist ganz wichtig, dass wir jede Emotion voll fühlen, auch Wut wirklich fühlen. Jedoch hat es nichts mit einem anderen zu tun, auch wenn sich das so anfühlt. Ja, es wird durch einen anderen ausgelöst und ja, es ist oft gekoppelt mit Erinnerungen aus anderen Leben, mit Ursache und Wirkung. Also zwei Seelen, ne, treffen sich auch in diesem Leben, fangen an zu streiten, Wutanfälle bis zu Handgreiflichkeiten, Krieg etc. pp. Kennen wir alles. Macht keinen Sinn. Tut keinem gut. Aber diese Wutenergie, dieser emotionale Stau, der darin sich befindet, steckt eigentlich dahinter entweder ein Trauma im eigenen System und ich habe immer noch keinen Frieden geschlossen mit mir selbst. Und so hat mein geistiges Team mich mal wirklich in diese Situation in der Meditation gebracht, dass ich richtig diese Wut fühlte, körperlich, geistig, seelisch. Und sie haben mir dann auch bestimmte Inkarnationen gezeigt, Dimensionen gezeigt, in denen ich auch damit zu tun hatte, ja, also wo ich Erfahrungen damit gesammelt habe und wie ich darauf reagiert habe, in dem entsprechenden Bewusstsein in dieser Inkarnation. Da es in dieser jetzigen Inkarnation darum geht, es aufzulösen, heißt es, dass du damit konfrontiert wirst, damit du es auflösen kannst. Und das geht wirklich so, dass du die Wut wahrnimmst, sie weder gegen dein Gegenüber richtest, noch auf dich selber richtest, sondern sie einfach als Energie wahrnimmst, als unerlöste Schwingung. Und wenn du die wirklich schon so stabil bist in der Ausrichtung, diese Energie dann segnest, am besten noch umarmst und sie anerkennst, dass sie einfach ist, ohne sie zu bewerten, zu verurteilen, sondern einfach ganz neutral als Energie. Denn sie zeigt sich, weil sie von dir aus deinem Energiefeld
herausgelöst und erlöst werden möchte. Ja, und die geistige Welt nimmt dann diese Energie und löst sie aus unserem Feld heraus. Und du wirst merken, diese Wut, die wird immer kleiner, wird immer weniger, weniger, weniger. Und dann fühlst du auch dabei, oh wow, so geschieht Heilung. Ah, so hilft die geistige Welt. Und du hast dann Erfolgserlebnisse. Und je mehr wir diese Erfolgserlebnisse haben, desto mehr konfrontieren sie uns auch mit emotionalen Frequenzen, die wirklich der Heilung bedürfen. Es geht auch darum, innerlich, wenn du diese Wut fühlst, ganz bewusst, wenn es dir möglich ist, oder auch danach, es ist wirklich egal, und schäm dich nicht, verurteile dich nicht, wenn du es in diesem Moment noch nicht schaffst, nämlich auch das ist ein Heilungsprozess, ja, der so sanft wie möglich vonstatten geht. Und man ist kein schlechter Mensch deswegen, nur weil man einen Wutanfall hatte, sondern da ist so viel Druck drauf, so viel erlebte Opferrollenenergie, so viel Unterdrückungsbelastungen. Ja? Da sitzt ganz, ganz, ganz viel hinter dem Thema Wut. Du kannst auch ganz bewusst deine Schwerter hinlegen. Ganz bewusst auf Mutter Erde, ich schließe Frieden mit allen Emotionen. Das hat bei mir sehr, sehr viel ausgelöst. Sehr, sehr viel Heilung hat es mir wirklich selber geschenkt. Und so kommt schon die geistige Welt und möchte jetzt einfach in diese Energiefrequenz, Wut, Zorn, gehört auch Frust dazu. Ist nur ein anderer Ausdruck des Ganzen. Streitsucht. Kampfbereitschaft. Das gehört alles mit dazu. Ja? Kriege. Das ist alles Wut. Angestaute Wut. Oftmals, dass ein anderer nicht das tut, was man selber gerne hätte von dem. Ja? Das ist übergriffig. Und Wut kann auch gegen sich selbst gerichtet sein. Wenn ich was nicht kann, dann bin ich wütig auf mich selbst. Es ist nur eine Energie, die erlöst sein möchte. Ganz liebevoll. Und je mehr wir sie sein lassen, wirklich sein lassen, wenn sie jetzt einfach hochkommt und hochkommen möchte und ihr wirklich Raum gibt, sie wirklich zu fühlen, ohne sich dagegen zu wehren, aber sie als Beobachter zu beobachten, dann geht der Druck raus. Dann kann sie sich auflösen. Denn alle diese Energien sind Programmierungen, die negative Energien erzeugt haben, die zerstörerisch sind, die uns voneinander getrennt haben, die uns zu Rivalen gemacht haben. Ja? Die Einheit, die göttliche Ordnung ist deformiert worden. Und es geht darum, aufzuhören, mit diesen Frequenzen sich zu verbinden,
ihnen zu dienen, sondern wirklich der Liebe in sich zu dienen, dem Göttlichen zu dienen und wirklich zu sagen, nein, aber ich sehe dich und ich anerkenne dich und ich weiß, dass es dich gibt. Ganz viel Transformationsfrequenzen strömen jetzt ein und du kannst mit deiner Erlaubnis jetzt wirklich öffnen sie das multidimensionale Feld, alle Zeitenräume, Dimensionen, Zwischendimensionen, Parallelwelten in allen Ebenen des Seins. Das ganze Wutpotenzial. Ja, wie oft sind wir ungerecht behandelt worden. Es geht nicht immer unbedingt um dieses Leben, aber die Zellerinnerung ist da. Deswegen ist es wichtig, auch diese Energien willkommen zu heißen und sie nicht wegzudrücken und zu unterdrücken. Denn so können sie sich niemals auflösen. Sie sind dann immer schwingen mit im Energiefeld. Weil sie sich nicht entladen können und nicht entwoben und transformiert werden können. Denn es geschieht nichts ohne unsere Erlaubnis. Und wenn wir uns aber schon gar nicht erlauben, das zu fühlen, weil wir es einfach nicht mehr fühlen wollen, weil wir so viel damit schon zu tun hatten, dass wir es nicht mehr fühlen, wirklich die Faxendicke haben. Ja, aber darum geht es nicht. Es möchte noch mal gesehen werden, verstanden werden und dann kann es ganz liebevoll abfließen. Jedes Mal ein Stückchen mehr. Bis die Emotion sich wirklich ganz entladen hat und dein emotionales Feld immer mehr in der Liebe schwingt, weil du dich für deine Liebe immer mehr entscheidest. Wenn du wütend bist auf einen anderen, ist es ein wohltuender Satz, weil ich mich selber liebe, bleibe ich in meiner Liebe. Und dann hat die Wut keine Macht mehr über dich, sondern du erkennst sie, du beobachtest sie und du lässt sie liebevoll gehen. Denn du brauchst sie nicht mehr, du hältst dich daran nicht mehr fest. Und du brauchst sie auch nicht mehr in deinem täglichen Leben. Du brauchst keine Erfahrung mehr damit, weil du hast sie erkannt und verstanden. Und so ziehen sie jetzt ganz viel Druck von diesem Thema aus deinem Energiefeld. Und der Druck sitzt im Herzen. Ja, kannst ganz bewusst dein Herz jetzt öffnen. Das ist nämlich auch Wut, das immer wieder zu fühlen, diese Wut. Hat auch was mit Machtlosigkeit zu tun. Wenn du in Situationen noch dich befindest, in denen du dich nicht wohl fühlst, dann zeigt sich auch gerne die Wut. Oder wenn du keine Entscheidung treffen kannst, obwohl du merkst, in dem Energiefeld, wo du dich gerade befindest, dass es dir nicht gut tut, zeigt sich auch gerne Wut. Das ist wirklich eine Zentnerlast.
die nehmen sie jetzt mal raus aus allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Parallelwelten in allen Ebenen des Seins. Mit deiner Erlaubnis gehen sie jetzt auch noch in all deine Seelenanteile, in Zeit und Raum. Ja? Alles, wo du noch energetische Anhaftungen mit diesem Thema hast, Belastungen, kommt jetzt Erzengel Michael, schneidet und trennt alle deine Seelenanteile ab von diesen Frequenzen, dass es dir immer besser gelingt, die Wut sein zu lassen und sie gehen zu lassen, dass sie wirklich in Frieden gehen kann, weil sie wird nicht mehr gebraucht. Auf der neuen Erde wird sie eh nicht gebraucht, denn da herrscht Harmonie, Frieden mit sich selbst und seinem Gegenüber. In Einheit und Frieden. Traumaheilung fließt ein, körperlich, geistig, seelisch. Und Transformationsenergien auch in deine DNA. Zellwasser, Zellgedächtnis, Emotionalkörper, Mentalkörper. In Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jetzt gehen sie noch in ein bestimmtes Thema, und zwar alles, was mit Krankheit zu tun hat, ne? Auch wütend zu sein, krank zu sein, wütend zu sein, nicht zu funktionieren, wie man das gerne hätte. Also da ist eine echt mega Ladung drauf. Da kommen jetzt wirklich die Heilerengel, die Liebesengel und besingen auch dieses morphogenetische Feld, weil das ist wirklich noch sehr energiebeladen hier auf Erden. Also ihr helft nicht nur euch selbst, sondern auch im morphogenetischen Feld, wenn diese Energien mit einströmen und einfließen aus der geistigen Welt. Transformationskraft. Shakti, Shiva sind hier, ne? Ganz starke Transformationsengel. Sajama mit der violetten Flamme. Ja, und du kannst jetzt wirklich ganz bewusst deinen Körper, Geist und Seelensystem, oh, und richtig so, boah, ich gebe diese Energie frei aus meinem Energiefeld. Ich lass los. Ich entkoppel, ich entbinde ihr, ich lasse es geschehen, ich nehme die Heilung an, ich nehme die Gnade an, dass ich entwebt, entkoppelt werde aus diesem Energiefeld, Zeit und Raum. Dass ich diese Energie immer mehr wahrnehme, beobachten kann, aber keine Verstrickung mehr damit habe. Denn entspannt sich nämlich unser Körper, Geist und Seelensystem immer besser. Ruhiger. Interessant, jetzt wird noch magnetische Liebesenergien eingearbeitet, dass dieses
Schwingungsfeld wirklich an Kraft verliert. Also das man sich trotz allem darin immer besser entspannen kann. Und mit deiner Erlaubnis, es reicht die Absicht, dass diese Energie sich jetzt einbetten darf in dein Körper, Geist und Seelen-Energiefeld, in dein Hier und Jetzt. Sich einbettet, integriert. Und du sanfter, viel sanfter mit diesem Thema umgehen kannst. Du immer weniger in Resonanz gehst damit und es immer mehr dein Energiefeld verlassen kann. Weil du es nicht mehr brauchst. Auch kein Erlebnis mehr damit brauchst. Und so bringen sie dieses Energiefeld immer mehr zum Schmelzen. Denn im Grunde unseres Herzens mag das keiner. So gehen Sie noch mal ganz intensiv durch Körper, Geist und Seele. Und mit deiner Erlaubnis gehen Sie jetzt auch noch in die Ahnenlinien, um diese Schwingung auch in die Ahnenlinie zur Verfügung zu stellen. Und wer sie annehmen möchte, der kann das dann gerne tun. Und so senden sie uns noch Friedensenergie, dass wir mit der Wut Frieden schließen. In alle Zeit. Und so bedanke ich mich echt von ganzem Herzen für diese kostbaren Energien aus der geistigen Welt, damit sich dieses Feld hier auf Erden wirklich immer mehr auflöst. Und wenn du noch merkst, dass du Ursachen hast in deinem Feld, dass du noch Anhaftungen hast mit diesem Feld, dass du noch mit Mitmenschen Erfahrungen hast in diesem Feld und merkst, du kommst da nicht raus oder es ist noch so verdichtet, dann melde dich gerne, dann kann man das in Einzelsitzungen wirklich auflösen,
Schritt für Schritt, Stück für Stück, weil oftmals ist es dann einfach ein Thema, wo von verschiedenen Blickwinkeln von deiner Seele noch betrachtet sein möchte, damit du dieses Energiefeld wirklich verstanden hast, erkannt hast, was es mit dir zu tun hat, und dann kannst du es in Liebe loslassen. Dann empfindest du so viel Liebe für dich und auch für dein Gegenüber, mit dem du diese Erfahrungen gesammelt hast, dass du merkst, wie wohltuend dann die Heilung auch sich anfühlt. Von daher alles, alles Liebe. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke für dein Vertrauen und für dein Dasein hier auf Erden in dieser Zeit, jetzt. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.